Freunde, willkommen zurück zu Hausflipper. Wir haben einen neuen Auftrag und zwar Männerarbeit. Gucken wir mal, was wir hier alles machen müssen. Wir müssen irgendwie ein gemütliches Büro machen, habe ich gesehen. Entscheidung treffen 1. Oh. Sehr schönes Bad. Vor allem mit den Bubbles da. Was haben wir hier? Ach du Kacke. Aber wir müssen hier alles neu machen. Sehe ich gerade. Was haben wir hier? Oh. Hätten auch schönere Wände sein können. Ja. So wie das aussieht, können wir die ganze Bude neu machen. Und das bedeutet, ich fange an, alles aufzuräumen, alles zu verkaufen, damit wir gleich alles neu einrichten können. So wie das aussieht, brauchen wir auch neue Wände. Gut, dann geht's ab. Schnell Durchlauf. So, aufgeräumt ist und wir haben sogar hier einen versteckten Raum gefunden, einen Keller, aber jetzt müssen wir noch hier Entscheidungen treffen und zwar haben wir hier die Entscheidung zu treffen. Data Medicine ist die verlassen. Oder moderne Materialien. Also besser für. Ja komm, wir machen neu. Jetzt verkaufen wir die Sachen, das gibt ja auch noch gut Geld. Und ja, die Sachen sollen wir jetzt nicht verkaufen oder was? Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das wird so ein Mischmasch. Hier. Farben. Wände. Farben. Achso, geht doch auch so. Oh, Mensch. Nee, das ist der Keller. Ist das unsere Küche hier? Ja. Müssen wir jetzt alles komplett streichen? Ja, sieht wohl so aus. Aber schon ziemlich dunkel, oder? Kommt mir das nur so vor? Also ich würd eher hell, komplett hell. Wieso? Was dunkelgraues hier? Wobei, sagt derjenige, der mal eine schwarze Wand hatte. Aber mir würde das nicht gefallen, so ein dunkles Grau. So, gestrichen haben wir schon mal.
Jetzt habe ich gesehen, ich muss hier noch Wandfliesen legen. Habe ich natürlich gleich gewusst. Deshalb, ich dachte, ich streiche erstmal alles und gucke dann, wie das aussieht, ob das so gut ist oder nicht oder wie oder was. Und eigentlich wären wir davor schon fertig gewesen, aber. Also wir hatten schon die 180 Wände gestrichen. Aber ich dachte mir, wenn ich das jetzt schon anfange, dann kann ich das auch komplett durchziehen. Weil das sieht irgendwie seltsam aus, wenn das auf einmal aufhört. Jetzt reicht es wegen einem Ding nicht, oder was? Jetzt muss ich wegen einem einzigen. Ja, kaufe ich das jetzt, wa? Weil es sieht ja auch blöd aus, wenn, oh, wenn auf einmal hier es aufhört. Irgendwie sieht es trotzdem seltsam aus. So, den Rest verkauft man. Verkauft man. Verkaufen wir. Ja, sag mal, wie wär's denn mit da? Hä, da stand doch 100% dran. Warum steht da 100% dran? Ich habe hier nur nicht ein Dings gelegt. 100%. Hä, das kann doch gar nicht sein. Egal, machen wir jetzt kurz. Egal, auch wenn da schon 100% dran steht. So. Ah, bis dahin. Da ist alles gut. Jetzt dürfte 100% dran stehen. Ja, eigentlich wirkt es jetzt gar nicht mehr so komisch. Irgendwie finde ich das doch ganz cool. So, dann haben wir hier noch einiges zu machen. Wir haben hier ein riesen Ecksofa. Jetzt ist die Frage, wo hauen wir das jetzt hin? Weil hier ist ja die Küche. Dann würde ich hier irgendwo einen Essbereich machen. Hier, aber da kommst du direkt rein und hängst du voll auf dem Sofa drauf. Wir können das ja jetzt schon hier irgendwie mal weg. Können wir das oben drauf stellen? Nee, geht nicht. So, dann gucken wir mal. Ist da so hier irgendwie ins Eck rein? So. Schwierig. Schwierig, schwierig schon wieder. Was hatten wir hier eigentlich noch drin? Gar nichts. Okay, dann kann man nämlich die Tür zumachen. Ja. Was ist das hier? Ein Couchtisch. Kaufen wir jetzt mal, hauen wir einfach mal kurz hin. Und dann können wir das ja immer noch irgendwie anordnen. Den Esstisch, den hätte ich halt, wie gesagt. War das nicht auch Zeder? Nee, das war kein Zeder. War kein Zedernholz. Passt auch nicht wirklich, aber egal. Hey, wieso ist denn der jetzt so schräg? So. Okay.
So. Jetzt müssen wir nur noch hier. Ach, wir brauchen noch mal eins. Oh Mensch, ich habe gedacht, das wäre alles gewesen. Aber das können wir ja hier hinstellen. Hier noch ein schönes Regal. So, und jetzt brauchen wir noch Gemälde. Was auch immer das ist. Ich hätte es eher so rum hingehängt. Ich habe keine Ahnung. So. Hier irgendwie drüber. Trost im Schnee. Ja. Ich weiß nicht. Sieht jetzt nicht so nach Trost im Schnee aus. Man weiß nicht, was der Künstler damit wirklich ausdrücken wollte. Was ist das denn? Boah, das geht ja gar nicht. Und das sollen wir jetzt hier noch reinbringen, oder wie? Boah. Ugh. Nee. Bin da noch direkt daneben. Ah. Hey. Ach Mann, jetzt sehe ich wieder nicht, wo die Kante ist. Ey. Schau mal auf mit dem Mist jetzt. Setz das jetzt da anständig hin, das gibt's ja gar nicht. Nehmen wir den, dann setzen wir den halt anders hin. So. So. Ein Hauch von Augenkrebs. Und dann, was ist das? Ach nee. Ach, wieso macht man denn sowas? Wieso will man denn sowas? Wo ist denn das modern? Das ist doch. Keine Ahnung. Das war doch mal in den 90er oder so. Aber nicht aktuell. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir geben ihr den Zuspruch. Und ah ja, wir sind hier drin. Okay. Sind wir hier drin? Zimmer 10 Quadratmeter. Zimmer 10 Quadratmeter. Also manche Sachen sehen halt echt nicht so gut aus, ey, wie dieser Kronleuchter. Warum? Vielleicht in rosa? Wieso macht man sowas? Moment, wir müssen noch die Glühbirne hier. Ey. So, wunderschön. Und wir brauchen noch den Teppich. Wieder so einen wundertollen, super schönen, überaus. Man weiß nicht, Teppich. Wo mache ich den jetzt hin? Direkt drunter? Oder dahinter? Vor allem, wieso denn eigentlich? Oh, manchmal geht das nicht so, wie ich das will. So, bleiben die Füße wenigstens warm. Im Schlafzimmer müssen wir ja auch noch was machen. Wir müssen das Doppelbett Herzchen verkaufen. So, zack. Und da nehmen wir jetzt, was nehmen wir denn? Irgendwas. Irgendwas Krasses. Oh. Moment. Ja, dann muss das nämlich hier hin, weil wir haben ja noch
die größere Variante. So, krass. Und das gleiche machen wir jetzt hier nochmal. So. Das sind jetzt Farbakzente, die gesetzt wurden. Das spricht an. Was nehmen wir denn hier? So, das machen wir jetzt so hier hin. Wieso passt das nicht? Hallo, passt da jetzt hin? Hey. Ist es echt ein bisschen zu eng hier gestellt oder was? So. Wir können noch ein Stück zurück. So. Ha, Leute. Jetzt schreibt's mal in die Kommentare. Das ist doch wunderschön, oder? Hab ich das gut gemacht? Ich bin stolz auf mich. So, dann sind wir mit dem Dingenskirchen, wie heißt es denn genau, Schlafzimmer auch fertig. Und haben dann nur noch den Keller. Was müssen wir denn hier noch machen? Ein Billardtisch und ein Kicker. Jetzt geht's wieder los mit der Aufteilung hier. Wir könnten das Sofa hier schön unter die Treppe drunter. Das heißt, wenn jemand von oben runterläuft, die Treppe ist offen, fliegt der Dreck demjenigen dann, der unten sitzt, auf den Kopf. So. Hier ist die Chill-Out-Ecke. Nach dem Billard-Spielen und nach dem Tischkicker-Spielen geht man dann in die Ecke und ja, entspannter. Und jetzt kommt das Problem, weil so ein Billardtisch, der müsste eigentlich in alle Richtungen freistehen, damit man überall hinkommt. Wir können den ja schlecht hier in die Ecke hauen, weil dann kommst du nicht hin. Das heißt, tun den Stuhl hier weg und tun den hier hin. Den Stuhl, vor allem den Sessel. Weil dann kann man sich da hinsetzen, während man nicht spielt, kann schön rumgucken. Ja gut, hier ist ein bisschen eng. Und jetzt müssen wir hier noch einen Tischkicker reinbringen. Wie macht man das jetzt? Farbgrundlage. Den stellen wir jetzt hier oben drauf. Ja, scheiße, ist das eng hier unten. Also tun wir das hier wieder weg. Tun wir den hier hin. Den nehmen wir und den stellen wir jetzt. Wieso will man denn so viel in so einem kleinen Keller? Das verstehe ich nicht. Mensch, jetzt die ganz schöne Ecke kaputt. Nur wegen denen ihren Tischkicker. So. Also, die Person, die hier steht, darf nicht groß sein. Jetzt habe ich das Problem, dass ich hier ein Dings habe. Ein Sofa. Was viel zu groß ist.
für den Raum hier unten. So. Die Raumaufteilung ist nicht optimal gelöst. Ja, jetzt hier ziemlich eng, ey. Da kannst du nicht richtig. Musst du aufpassen. Brauchst dir wahrscheinlich immer den Köder in der Ecke an. Ist auch geil, wenn ich das Ding hier hinsetze, hier irgendwie. Na gut, man muss drüber springen. Aber wenn der Ball mit voll Karacho rausfliegt, da sitzt einer. Tut bestimmt gut. So, und zu guter Letzt hier den super guten, schönen Leuchter. Direkt drüber. Warum? Weil wenn man mit dem Kö abrutscht, dann reißt man die ganze Dings runter. Aber ich hätte hier, ehrlich gesagt, hätte ich hier noch gestrichen eigentlich. Aber das wollen die Leute nicht und wenn die das nicht wollen, dann lassen wir das. Und geben mal ab. 100%. Wunderschöne Bilder. Wunderschöne Bilder. Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch einen Kommentar. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.